Herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Tarotkartenlegung für die 37. Kalenderwoche, der Woche, die am 9. September beginnt und bis zum 15. September geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und so nehmen auch die Energien zu. Lieber Schütze, wir wollen uns ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welcher Energie deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal. Und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen zusammen die Woche für das Sternzeichen Schütze ansehen. Schauen wir mal, was haben wir hier so? Jetzt brauchen wir nur noch eine Karte vom Mondorakel und können dann anfangen. Okay, was haben wir hier? Der Eremit. Der Eremit ist eine sehr zurückgezogene Energie, in der du dich nach Einsamkeit sehnen wirst und dich sehnst. Ja, es geht darum, Selbstverantwortung zu übernehmen und sich darin zu üben, bei sich selbst anzukommen und den Ist-Zustand, in dem man sich befindet, sein Leben und die Umstände, die auch dazu gehören, von einem objektiven Standpunkt aus betrachten zu lernen, so ein Stück weit zurückzutreten und sich ja eben seine Situation, den Ist-Zustand von außen anzusehen, ne? Von außen zu betrachten, um ein ganz objektives Bild von der aktuellen Situation zu bekommen und aus dieser Einschätzung heraus Entscheidungen zu treffen, die selbstverantwortlich sind und dir dabei helfen, dir jetzt und in Zukunft selbst treu zu bleiben, zu sein und zu bleiben, ne? Ja, es ist wirklich eine Karte, die sehr viel Ernsthaftigkeit mit sich bringt und gleichzeitig so bodenständig ist. Du wirst womöglich oder entwickelst gerade oder hast bereits hohe Ideale, nach denen du handeln möchtest und diese oder für die du handeln möchtest, agieren möchtest und für diese höheren Ideale bist du in dieser Woche auch bereit, auf die ein oder andere Annehmlichkeit zu verzichten. Vielleicht würde so etwas wie Askese oder Enthaltsamkeit in dieser Woche sehr gut tun oder Meditation, vielleicht auch Spaziergänge in der Natur. Ja, in der Tat, ja, eine sehr ernste Energie, die aber auch was mit Heilung zu tun hat. Man räumt in seinem Innenleben auf, ne? In seiner Seele, kann man auch sagen, und befreit sich auch dadurch ein wenig, ne? So findet man Heilung. Der Eremit ist auch typische Jungfrau-Energie und wir sind mitten im Jungfrau-Sternzeichen. Also, lieber Schütze, wirst du hier sehr stark auf diese Jungfrau-Energie einsteigen. Und wir schauen mal, was haben wir hier so? Oh, wow. Und in dieser Stille erfährst du Weiterentwicklung. Ne? In dieser Stille geschieht etwas mit dir, was mit persönlichem Wachstum zu tun hat, mit Weiterentwicklung, mit Erkenntnis auch. Ne? Du wirst hier einen Weg finden, wie du dich selbst verwirklichst und in der Welt verankerst, wodurch du letztendlich mehr Handlungsspielraum besitzen wirst, mehr Möglichkeiten, dich auszudrücken. Ja, hier entwickelt sich gerade deine Persönlichkeit weiter, dein persönliches Wachstum zeigt sich und du könntest auch von den Ergebnissen selbst ein bisschen überrascht sein, ne? Von den Ausprägungen. Hier kommt vielleicht auch etwas, ja, was im Verborgenen herangereift ist, von in dir zutage, ne? Vielleicht empfindest du das auch als genauso. Es ist zum Beispiel so ein bisschen so, als hättest du, nimm mir mal an, du hast ein Musikinstrument gelernt und am Anfang hat man hier noch sehr statisch agiert. Man hat viel geübt. Das hatte alles eine gewisse Struktur, an die man sich gehalten hat mit Disziplin. Und dann kommt so eine Phase, wo man diese ganzen
Akkorde oder Handgriffe, ne, verinnerlicht hat und plötzlich geht alles viel runder und das löst auch ein anderes Empfinden in dir aus, ne? Das verändert einfach dein ganzer Umgang mit diesem Musikinstrument. Und das ist eben so eine Ausprägung. Hier kommt etwas zutage, ne? Etwas zutage, was im Verborgenen sich entwickelt hatte. Okay. Du hast es hier also auch mit Ergebnissen zu tun, ne? Mit Ergebnissen von den Dingen, an die du gearbeitet hast oder in die du Aufmerksamkeit investiert hast oder Liebe auch, ne? Das kann auch sich positiv auf eine Beziehung auswirken. Du bist ja hier eigentlich sehr zurückgezogen, in dich gekehrt. Aber das könnte sein, dass du doch eine Person, also die Person, die sehr nah dir sind, doch in diesen Zustand an dich ranlässt, ne? Hier zeigt sie ein Prinz der Kelche und das könnte dein Gegenüber sein. Der Prinz der Kelche ist eine Wasserperson, Fische, Krebs, Skorpion. Diese Person könnte aber auch ein anderes Sternzeichen haben. Der Prinz ist auf jeden Fall eine recht junge Person. Man kann bei dieser Person auch von einem Kind sprechen. Vielleicht hast du es mit einem Kind zu tun. Vielleicht spiegelt diese Karte auch deinen Kinderwunsch wider oder die Aussicht auf ein Kind. Ne, in deinem Leben. Die Aussicht auf eine Schwangerschaft kann auch gut möglich sein, aber nur wenn du auch wirklich einen starken Kinderwunsch hast. Ne? Der Prinz der Kirche könnte auch eine Facette von dir persönlich sein und dass hier ein kindliches Naturell von dir zutage kommt. Was auch manchmal einfach sehr positiv ist und zu einem Fortschritt führt, ne? Wenn man sein kindliches innere Wesen auch irgendwie annehmen kann und auch ausdrücken kann. Der Prinz der Kelche kann natürlich eine weibliche Person sein, auch. Der Prinz der Kelche bringt halt dieses kindliche Naturell mit und ist auf jeden Fall eine sehr verträumte Person, die in den Tag hinein lebt und sich voll und ganz den eigenen Gefühlen hingibt. Manchmal auch auf eine etwas unreife Art und Weise. Wenn es bewusst unreif ist, dann kann es auch einen befreienden Effekt haben, ne? Bei dem man loslässt und ja, eben frische neue Energien zulässt. Der Prinz der Kelche ist auf jeden Fall auch sehr empfindsam. Manchmal auch empfindlich, eine sehr einfühlsame Person, sehr romantisch und ja, emotional einfach, ne? Okay, wir schauen uns diese Person mal genauer an. Ja, der Prinz der Kelche ist aktuell nicht so glücklich in dieser Woche, muss man schon sagen. Die Motivation fehlt diesen Menschen. Die Motivation, die Begeisterung ist gerade dabei, im Leben dieses Menschen zu verblassen. Aber das hat auch tatsächlich einen höheren Sinn, den dieser Mensch noch nicht verstehen kann, aber vielleicht dann in der Zukunft, wenn man das ganze Bild hat, verstehen wird. Das ist kein Zufall, dass das jetzt verblasst. Irgendwas soll das diese Menschen sagen. Es soll diesen Menschen dazu bewegen, dies einzusehen und eine Kehrtwende zu machen. Sich selber. Es ist wichtig für den Prinzen der Kelche, dass er lernt, sich selber aus diesem Zustand des Mangels an Antrieb herauszubringen. Ne? Es gibt hier einen Punkt. Es ist wichtig, dass man sich dieser Energie auch nachgibt und hier sich auch mal treiben lässt, fallen lässt und einige Tage sich erholt. Aber es gibt den Punkt, wo es zu viel wird. Ne? Und diesen Punkt zu erwischen und dann im richtigen Moment zu sagen, nein, jetzt ziehe ich mich selber aus dieser Gefühlslage heraus
und wende mich anderen Dingen zu, kann hier eine sehr wertvolle Erfahrung im Reifungsprozess dieses Menschen sein und diesen Menschen auf den wahren Pfad seines Schicksals führen. Diese Erfahrung kann diesen Menschen sehr glücklich machen, wenn es ihm gelingt, ne? Aber es ist nicht leicht, das ist hier wirklich eine deutliche Tieflage, ne, zu erkennen in dieser Karte. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Familie war in der letzten Zeit sehr wichtig für dich, sehr wesentlich. Du hast auch familiäre Geborgenheit erfahren, vielleicht auch im Freundeskreis, ne? Hier hatte sich etwas verdichtet. Es hat dir eine Situation geschenkt, in der du dich fallen lassen konntest, in der du vertrauen konntest, wo du dich zurücklehnen konntest und ja, einfach die Schönheit und die Schönheit deiner Umgebung genießen konntest, ne? Hier konntest du dich erholen. Dir wurde viel Liebe, viel Wärme zuteil. Du wurdest vom Leben beschenkt in dieser Zeit. Etwas hat sich als gewinnbringend herausgestellt. Ein positiver Wachstumsprozess hat sich hier abgezeichnet, ne? Der natürlich der Entwicklung zugute tat, ne? Ja, du möchtest irgendwie ein paar Dinge anders machen als vorher. Und ich glaube, du hast diesbezüglich noch keine klare Vorstellung oder keinen Plan. Aber du möchtest irgendwie raus aus den Routinen, raus aus deinem Alltag, etwas Neues erfahren. Und diesbezüglich solltest du ganz offenherzig an die Sache herangehen und dich auch ein wenig überraschen lassen. Flexibilität zeigen, spontan auf die Dinge reagieren, denn es wird sich alles schon wieder zur rechten Zeit zu etwas Stabilen einpendeln. Auf jeden Fall. Vielleicht ergeben sich in dieser Energie oberflächliche Gespräche mit neuen Leuten, Smalltalk, ne? Oder auch der ein oder andere unverbindliche Flirt. Du solltest offen für alles sein, was ja sich da Neues in deinem Leben zeigt. Ja, in dir reift gerade etwas heran, ne? Du bist in einem wichtigen Wachstumsprozess und das geschieht aus der Stille heraus, ne? Aus dem Prozess selbst heraus. Hier öffnest du dich gerade für neue Gefühle in dein Leben. Es könnte tatsächlich wie so ein Erwachungsmoment sein, aber auf der emotionalen Ebene, dass sich in dir neue Emotionen entfalten und du etwas Neues über die Liebe und die Gefühle, die mit der Liebe einhergehen, lernen wirst, erfahren wirst. Und vielleicht bringt das wirklich einen neuen Menschen in dein Leben. Vielleicht bringt das neue Liebe oder eine neue Liebe in dein Leben, ne? Tendenziell, aber das könnte sehr gut sein, dass du diese Person noch nicht in dieser Woche triffst, aber hier passiert etwas in euer beider Leben, was euch zueinander führt, ne? Ich denke, der Prinz der Kelche ist eher eine andere Person in dein Leben. Und diese Person ist auf der Suche. Und du bist nicht unbedingt auf der Suche, aber du ziehst diese Person womöglich an. Ja, durch deine Ausstrahlung. Im Laufe der Woche begegnest du der Prinzessin der Scheiben, lieber Schütze. Und die Prinzessin der Scheiben könnte sehr gut Jungfrau sein, ne? Aber wir haben ja ein Erdnaturell, Steinbock, Stier, Jungfrau, aber so ist es halt eben möglich, dass du dich selbst als Prinzessin der Scheiben wiederfindest. Ne? Gerade hier mit den Eremit-Naturell, gerade durch die Jungfrauzeit haben wir alle irgendwie ein bisschen mehr Erdenergie als sonst. Die Prinzessin der Scheiben kann auch hier mit dem Prinzen in Verbindung stehen. Ne? Vielleicht erlebst du diese Person als Prinzessin der Scheiben zunächst erstmal. Gerade wenn diese Person
Steinbock ist oder Krebs, könnten beide hier miteinander gut verknüpft sein. Aber es könnten natürlich auch zwei unterschiedliche Personen sein oder eine Person mit einem ganz anderen Sternzeichen, ne? Dir kommt diese Person auf jeden Fall vor wie eine Prinzessin der Scheiben oder du findest dich so wieder. Die Prinzessin der Scheiben bringt auch, kann natürlich eine männliche Person sein, bringt auch ganz viel junge Energie mit rein. Eher jugendlicher Natur, ne? Eher eine jugendliche Person. Eine sehr introvertierte Person, die sehr viel nachdenkt, erst nachdenkt, bevor sie handelt, vorsichtig eher ist, ruhig und gelassen bleibt, mit einem sehr guten Zugang zur Natur und zum Gegenwärtigen. Eine Person, die sich auch mit sehr viel Aufmerksamkeit etwas Realem widmen kann, etwas Pragmatischem, etwas Konkreten, ne? So Handwerk, Technik, Gartenarbeit und Hauswirtschaft, ne? Eine Person, die für Ordnung sorgt, Ordnungssysteme schafft und ihre Aufgaben, ihre Verantwortlichkeiten auch sehr ernst nimmt. Durch dieses jugendliche Naturell ist diese Person auch sehr neugierig, offen für Neues, interessiert, ne? Aber dabei immer sehr geduldig auch. Okay, wir schauen uns diese Prinzessin der Scheiben mal genauer an. Schau mal, die Prinzessin der Scheiben denkt an eine Prinzessin der Kelche. Also kennt diese Person womöglich auch? Oder du eben als diese Person kennst diese Person dann bereits, wenn du dich als Prinzessin der Scheiben hier erlebst. Ah, und guck mal hier, ein Prinz der Scheiben. Wow, jetzt, es wird jetzt immer komplexer, aber interessant hier, ne? Prinz, Prinz, Prinzessin, ja, Prinzessin, Prinzessin. Das scheint mir hier doch eine wichtige zwischenmenschliche Begegnung zu sein. Könnten natürlich auch, also es ist jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen, dass alle vier Karten für unterschiedliche Personen stehen. Also vielleicht hast du es auch mit mehreren Menschen zu tun. Ja, hier mit den zwei der Scheiben habe ich wirklich den Eindruck, das könnten alles Leute im Außen sein, die du halt vielleicht auch ganz oberflächlich begegnen wirst, ne? Zunächst erstmal. Also ich sehe hier schon neue Kontakte auf beruflicher Ebene und auch im privaten. Neue Kontakte, neue Gespräche. Ja, bei denen, also die dir auch ein bisschen dabei helfen, offener und flexibler zu sein, ne? Die dir einfach diese Gespräche verschaffen, die Abwechslung und neue Stabilität womöglich auch auf eine Art, ne? Dass hier neue Impulse gesetzt werden, die sich dann dadurch stabilisieren. Es ist auf jeden Fall für dich eine tolle Abwechslung und du wirst es gut finden, was hier passiert, ne? Du solltest dich darauf einlassen, ganz frei von Erwartungen, was darauf dann geschehen wird. Ja, sehr interessant hier, ne? Ja, sehr interessant. Also wichtige zwischenmenschliche Situation. Das muss jetzt gar nicht in die Richtung Liebe gehen. Ich glaube eher tatsächlich nicht so. Jedenfalls ist das keine Liebe auf den ersten Blick, ne? Sondern eher ein Gespräch irgendwie, ne? Erstmal so ein oberflächliches Kennenlernen. Aha, hier die Prinzessin der Kelche. Ja, das, je mehr Hofkarten, desto undurchsichtiger wird es, ne? Also, ich tendiere eher dazu, dass das mehrere Menschen sind. Wir schauen uns die Prinzessin der Kelche an. Die Prinzessin der Kelche, und die denkt an einen Ritter der Scheiben. Also, hier gibt es ja eindeutig so eine Wasser-Erde-Konstellation. Die Frage ist nur, lieber Schütze, bist du Wasser oder bist du Erde? Vielleicht weißt, also das ist auch so eine Sache, die von deinen Empfinden abhängt, ne? Wo du dich eher einordnen würdest, ne? Auch dein astrologisches Chart spielt deine Rolle, deine Erfahrungen im Leben, den Punkt, an dem du gerade jetzt stehst. Und natürlich hängt es auch von deinem Gegenüber ab, ne? Weil es gibt hier eine Dualität. Und es ist hier immer so eine Achter und Zweier. Zeichnet sich hier ja auch ab, ne? Mit dem Prinz der Kelche.
Also es ist hin und her gerissen auch, ne? Nicht frei von Hindernissen. Also ich weiß jetzt gar nicht, es könnte sehr gut sein, dass ihr euch kennenlernt, aber auch eure Beziehung durch äußere Umstände etwas gestört ist, ne? Eure Verbindung. Umstände, die in eurem Leben eine Rolle spielen, ich glaube, tendenziell eher im Leben dieses Wassermenschens, ne? Der hat irgendwelche Probleme, dieser Mensch. Mit dem Mangel an Antrieb sieht man das hier, ne? Und ja, ich würde schon ein bisschen tendieren, lieber Schütze, dass du eher die Erdperson bist und vielleicht kommst du in eine Situation, in der du das Problem dieser Wasserperson lösen sollst. Ja, das ist halt so eine Sache. Natürlich hilft man Freunden gerne. Aber vielleicht kennt ihr euch noch nicht so lange. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel erwartet, ne? Du solltest hier auf jeden Fall gelassen bleiben und dich auch so ein bisschen abgrenzen auf eine gesunde Art und Weise, ne? Offen sein für Neues, aber gleichzeitig so was Verantwortung betrifft für andere Personen, Probleme anderer Leute. Dich davon auch ein bisschen abgrenzen. Nicht jede Information für voll nehmen. Hier könnten Fehlinformationen auch eine Rolle spielen. Keine Lügen, aber so Fehlinformationen à la stille Post, ne? Dass hier Gerüchte weitergetragen worden sind und die Sache sich, die Angelegenheit sich in der Darstellung etwas verzerrt. Könnte sein, dass diese Wasserperson dir von ihrem Problem erzählt und es halt schlimmer darstellt, als es ist. Und viele Schützen sind sehr gerne hilfsbereit und vielleicht hast du dann den Eindruck, dass du etwas für diese Person machen kannst. Aber hier würde ich dir empfehlen, kühlen Kopf zu bewahren und dich nicht zu also nicht zu involviert zu fühlen. Ne? Manchmal hilft man den Menschen am meisten, wenn man ihnen ihre Selbstständigkeit lässt, ne? Wenn man sie da drin ermutigt, ihre eigenen Probleme selbst zu lösen, ne? Hier mit dem Prinz der Kelche habe ich ja schon gesagt, ne? Er ist hier in so einem Tief, dieser Mensch. Und es kann für diesen Menschen auch eine sehr wertvolle Erfahrung sein, dass man sich selbst aus so einer Stimmung rausziehen kann, ne? Und so ein Gespräch hilft dabei schon, ja. Aber es ist nur ein Aspekt, eine Hilfestellung von vielen. Was ist denn dein Sozialleben los? Ja, aber es ist schon eine sehr interessante Situation, muss ich schon sagen. Es ist jetzt nicht so. Also wenn dass alles gut läuft, dann kann das eine sehr gute Dynamik sein. Es kann hier eine sehr gute Dynamik werden. Es hat ja auch etwas mit dem Rat des Schicksals des Prinzen der Kelche zu tun, was hier passiert. Und man sieht bei dir, also ich denke wirklich, dass du eher diese Erdperson bist. Man sieht bei dir diesen Reifeprozess, der daraus entsteht. Und das passt hier einfach sehr gut zusammen. Es tut dir einfach hier sehr, sehr gut, diesen Menschen bis zu einem gewissen Punkt zu helfen. Ihr lernt euch hier kennen. Vielleicht ist es auch ein ganzer Freundeskreis, den du hier kennenlernen wirst. Man geht aber hier sehr, sehr vorsichtig miteinander um. Das ist keine Verbindung, bei der man sofort ein Herz und eine Seele ist und plötzlich irgendwie jeden Tag miteinander verbringt, sondern man tastet sich auch so ein bisschen ab. Aber man lernt auch voneinander, man ist neugierig, man interessiert sich füreinander, man geht mit Bedacht vor und mit sehr viel Respekt und hört den anderen genau zu. Und ich glaube, das beruht hier auf Gegenseitigkeit und hier erwächst etwas, ne? Es hat etwas Nachhaltiges, etwas kann eine sehr lang andauernde Sache werden, ne? In Richtung Beziehung, aber auch in Richtung Freundschaft, ne? Es ist hier noch so ein bisschen offen, aber Liebe entwickelt sich hier schon.
Ja, du setzt jetzt auf dein Glück. Du möchtest jetzt einfach ein bisschen Glück haben in dieser Woche. Du hoffst darauf, dass etwas Glückliches für dich passiert. Ja. Und rechnest auch vielleicht ein bisschen damit. Das ist ein bisschen schwierig, weil mit sowas kann man nicht unbedingt rechnen. Aber vielleicht ist es eher so, man kann vielleicht eher so sagen, du vertraust auf dein Glück. Na, du vertraust auf dein Glück, das kann man schon so sagen. Und das ist ja was Gutes, ne? Aha. Sieh mal einer an, diese Wasserperson wird dann auch reifer, ne? Also, man sieht hier eine wichtige zwischenmenschliche Situation, die euch beide dazu veranlasst, zu reifen, ne? Mehr Verantwortung zu übernehmen, euch gefestigter im Leben zu fühlen, ne? Durch diese Reife ist man natürlich auch in der Lage, sein Leben nach seinen Vorstellungen mehr zu gestalten, ne? Selbstbestimmter zu agieren, so zu leben, wie man möchte. Und diesbezüglich tut ihr euch beide hier richtig gut. Ne? Interessant. Diese Person kann eben ein Wasserzeichen sein, aber es muss eben nicht, habe ich ja schon gesagt. Aber du empfindest diese Person als Wasserperson, ne? Also du siehst durchaus diese Wasserseite bei diesen Menschen. Also die emotionale Seite, die feinfühlige, die empfindsame. Das heißt aber nicht, dass es die einzige Seite ist dieses Menschen, ne? Aber eure Dynamik ist so. Ja, der Ritter der Kelche. Ach. Scheiben. Ja, durchaus weiß der Ritter der Kelche das Kennenlernen mit dir sehr zu schätzen. Ne? Ist hier genau zu den Dingen bereit, wie bei dir. Dieses Zuhören, den anderen ernst nehmen, von den anderen lernen und sich selbst dabei auch weiterentwickeln, ne? Dass man hier zusammen womöglich etwas lernt, etwas aufbaut, etwas erschafft im zwischenmenschlichen Bereich, ne? Eine Freundschaft aufbaut. Es gibt hier aber ein Aber mit den Sieben der Schwerter. Neigt dieser Mensch ein bisschen dazu, sich ein illusorisches Bild von der Realität zu machen? Ne, es ist ein Träumer, mit dem du es zu tun hast, und oder eine Träumerin. Und diese Person neigt jetzt so ein bisschen dazu, die Angelegenheit vielleicht zwischen euch, ja, zwischen euch, als zu positiv oder zu negativ einzuschätzen. Ich würde mal schätzen, eher zu positiv. Diese Person hat womöglich eine rosarote Brille auf. Vielleicht verliebt diese Person sich, ne, in dich. Das könnte sehr gut sein. Eigentlich wäre das ja auch ganz schön. Also nicht, es ist auch nicht verkehrt, ne, sich mal solchen Illusionen hinzugeben, so eine Träumerei und auch mal eine rosarote Brille aufzuhaben, ist auch schön. Aber man sollte sich dessen bewusst sein, ne? Ich hoffe, dieser Mensch ist sich dessen bewusst. Sonst könnte hier eine falsche Vorstellung daraus resultieren falsche Erwartungen in der Zukunft von diesen Menschen an dich zum Beispiel eine Rolle spielen, ne? Dass dieser Mensch etwas von dir erwartet, was du von vornherein nicht leisten kannst oder auch willst, was eigentlich einfach von vornherein klar war, ne? Andersrum könnte es natürlich auch sein, lieber Schütze, ne? Es gibt hier eine Unklarheit und hier in dieser Energie sollte man, wenn man gemeinsame Absprachen trifft und auch Verträge gemeinsam unterschreibt, hier ein bisschen Vorsicht walten lassen, ne? Weil hier gibt es irgendwie eine Unehrlichkeit. Entweder bist du nicht ganz ehrlich oder willst es nicht sein oder dein Gegenüber ist nicht ganz ehrlich und will es nicht sein, ne? Mit sich selbst und auch dann als Resultat dann den anderen gegenüber, ne? Das ist so eine gewisse Unklarheit und es braucht vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit, bis hier dass alles klarer vor einem liegt. Das kann auch manchmal, wenn ihr euch noch nicht so lange kennt, ein ganz normaler Entwicklungsprozess sein.
Ja, aber ihr lernt ja voneinander und ich so grundsätzlich tut ihr euch sehr gut. Man sollte hier nur noch nicht zu schnell etwas entscheiden. Also kein Heiratsantrag oder so, ne? Oder keine anderen vertraglichen Verpflichtungen. Auch vielleicht nichts mit Job, gar kein Vertrag, ne? Also noch nichts vereinbaren hier am besten in dieser Energie, sondern sich alles ein bisschen offen lassen, ne? Noch ein bisschen gucken oder es ganz genau überprüfen. Wirklich dann halt wirklich aufs Kleingedruckte achten, ne? Wenn man das alles genau überprüft, dann sollte das kein Problem sein, ne? Vielleicht jemand anderen noch mal über den Vertrag drüber lesen lassen. Sollte man ja eh machen, sollte man bei Verträgen, man sollte bei Verträgen ja eh tatsächlich vorsichtiger sein, als man ist, aber wir unterschreiben mittlerweile so vieles, ne? Dass es immer, ja, immer unpraktischer wird, ne? Das alles genau zu prüfen. Und die Verträge werden viel länger, immer länger, ne? Also da erkennt man dann manchmal auch nicht genau den wesentlichen Punkt und übersieht schnell mal was. Was haben wir hier? Kommunikation als Schlüssel. Ja, es ist natürlich hier ein Kennenlernprozess und du wirst viele Menschen womöglich in dieser Woche kennenlernen, mit vielen Menschen reden. Kommunikation, kommunikative Lebendigkeit um dich herum, das sehe ich hier schon. Auch wenn du ganz zurückgezogen bist, ne? Also deswegen denke ich, es ist erstmal zunächst alles etwas oberflächlich, ne? Ja. Kommunikation kann aber wirklich auch ein Mittel sein, um Menschen auf Distanz zu halten, ne? Also Kommunikation bringt ja immer eine Verbindung rein, aber ist auch ein bisschen ein Schutz davor, zu sehr mit jemandem auf eine emotionale Ebene zu kommen, ne? Und dann bleibt man auf dieser kommunikativen Ebene, die dann doch rationalerer Natur ist. Und das kann halt auch irgendwie, ja, dadurch entsteht überhaupt Smalltalk, ne? Also, das ist auch ein Mittel eigentlich manchmal, um eben andere auf Abstand zu halten, ne? Distanz aufzubauen. Sowas sehe ich auch bei dir. Du bist ganz bei dir. Du lässt dich auf jeden Fall emotional in dieser Woche nicht gut auf jemanden ein, ne? Aber das kann ja dann noch werden. Das kann sich dann auch entwickeln. Und auf jeden Fall sehe ich hier, dass hier Grundsteine gelegt werden für zumindest eine gute Freundschaft, ne? Wenn nicht noch mehr, daraus kann auch noch mehr werden. Ja, lieber Schütze, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderbare Woche mit vielen tollen Ergebnissen und Erlebnissen und Gesprächen vor allem natürlich, ne? Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.